Und herzlich willkommen. Hier ist Monster Mod Germany und heute stelle ich euch das Windows Tablet von XLAN aus dem Hause One.de vor. Nach dem Intro legen wir los. Ja, wie ich ja schon sagte und ihr habt schon am Titel erkannt, es geht hier um ein Windows Tablet. Ja, das Ganze habe ich durch die bewährten Gewinnaktionen bei One.de gewonnen und das kam heute an. Und das stelle ich euch heute in diesem Video auch vor. Das One.de Excellent 10.3 XL Windows Tablet mit einer Bilddiagonale von 10:1 und der Tastatur Docking Station. Das Ganze ist ein Windows Surface, kann man so sagen. Hat den Intel Atom X5 Prozessor on Board. Aber zu den Details kommen wir ja jetzt gleich. Wir gucken uns einmal die Verpackung einmal schön von oben an. Wir haben auf der Seite nochmal einen Schriftzug. Wir haben hier oben nochmal einen Schriftzug. Links und rechts natürlich nichts. Aber was ist denn interessant? Genau, die Rückseite. Und zwar haben wir innovativ, leistungsstark und flexibel. So steht das hier oben drauf. Das werden wir uns aber gleich mal angucken. So, kommen wir mal ganz kurz zu dem Tablet. Und zwar das ganze 10:1 IPS Display mit 10. Touchscreen Funktion. Und das Ganze hat eine Auflösung von 1200x1920 Pixeln, also Full HD. Ihr könnt also eure Videos und so auch in Full HD angucken. Wie ich ja schon sagte, hier ist der Intel Atom X5 Z8350, ein Quad-Core Prozessor verbaut aus dem Hause Intel. Und das Ganze hat einen Standardtakt von 1,44 GHz mit dem Intel Burst, also Boost-Takt, bis zu 1,92 GHz. Wir haben hier 4 GB Arbeitsspeicher DDR3, soweit ich das schon erkennen konnte. Dann haben wir 64 GB eMMC SSD Speicher, der auf der Platine schon verlötet ist. Natürlich die Intel HD Grafik, die auch mit DirectX kompatibel funktioniert. Was hat das Tablet denn noch an Bord? Denn das sind ja nicht die einzigsten Features, die das Tablet zu bieten hat. Das Tablet hat WLAN im Standard 802.11 BGN. Wir haben Bluetooth 4.0 an Bord und wir haben 3 GHz Netz mit UMTS. Das heißt, ihr könnt eine SIM-Karte in den Tablet einlegen und könnt unterwegs natürlich wie gewohnt online surfen. Wir haben einen Kartenleser, so steht es jetzt hier oben drauf, für Micro-SD-Karten. Wir haben USB 3.0, wir haben Micro-USB und Mini-HDMI an Bord. Wir haben natürlich auch, wie bei anderen Tablets, hier zwei Kameras verbaut. An der Frontseite eine Kamera mit 2 Megapixeln und auf der Rückseite mit 5 Megapixeln. Wir haben hier vorinstalliert Windows 10 Home. Natürlich auch ist hier mit bei Office Mobile wie Word, Excel und PowerPoint. Angaben hier 6 bis 8 Stunden Akkulaufzeit. Das werde ich aber in einem externen Test dann nochmal für euch dann aufnehmen. Und wir kommen mal zu der Maße. Das Tablet ist 258 in der Breite, 172 in der Tiefe und natürlich in der Höhe, also die Stärke von 9,7 mm angegeben. Das Tablet alleine wiegt 580 Gramm. Wenn man noch die Tastatur-Docking-Station dazu hat, kommen nochmal 370 Gramm oben drauf. Ja, das seht ihr hier nochmal ganz kurz aufgelistet, was das Ganze hat. Es ist wirklich spannend, da jetzt reinzugucken. Und ich spanne euch jetzt nicht länger auf der Folter. Wir gucken rein. Ich bin selber gespannt. Und so. Allererstes sehen wir hier im Lieferumfang das Tablet. Das packen wir aus, legen das mal an die Seite. Dann kommt uns natürlich das Handbuch entgegen, wo hier nochmal einige Sachen aufgeführt sind, wie Vorsichtsmaßnahme, Inbetriebnahme und etc. Das ist auch im Lieferumfang enthalten. Unten drunter natürlich, nicht wundern, dass es hier ausgerissen ist. Ich habe so dicke Finger und habe da natürlich schon mal rumgewurschtelt vorhin. Und ganz unten natürlich die Docking-Tastatur, die
Na, das legen wir auch mal auf die Seite. Und was ist noch im Lieferumfang enthalten? Ja, und zwar ist im Lieferumfang einiges an Kabelzubehör dabei. Wir fangen einmal an. Was haben wir noch drin? Wir haben einen Netzstecker, einen EU-Netzstecker mit einem USB-Port. Denn im Lieferumfang ist ein USB zu Micro-USB-Kabel, was ihr dort anschließen könnt, um das Tablet zu laden. Ihr könnt dann einmal per USB und DC-Stecker direkt laden. Das ist so ein kleiner Stecker. Und natürlich ein Adapter für USB-Sticks. Falls ihr noch USB-Sticks besitzt, könnt ihr das ans Micro-USB-Kabel klemmen und könnt dementsprechend, ich halte extra jetzt hier mal zu, ein USB anschließen und natürlich den als externe Festplatte benutzen. Ja, heute klingelt hier schon wie wild. Aber ihr könnt auch natürlich so Samsung-Adapter nehmen, am Micro-USB anschließen, geht auch. So, das kann die Kabel und so, das tun sie mal an die Seite. Jetzt kommen wir einmal dazu, zu der Tasche, also beziehungsweise der wunderschönen Tastatur. Wie ich finde, schön magnetisch gehalten zum Aufstellen und ja. Das ist einmal die schöne Tastatur hier oben mit den Docking Pins. Und jetzt kommen wir einmal zu dem Tablet und das befindet sich hier. So sieht das gute Stück aus natürlich mit Windows. Schutzfolie ist noch drauf, aber wir gucken mal ganz kurz auf die Rückseite, wie ich ja schon erwähnt habe. Hier oben in dem Bereich ist einmal die 5-Megapixel-Kamera. Wir haben hier oben Lautstärketasten, Plus, Minus, Einschalten. Wir haben ein Mikrofon, wir haben einen Kopfhöreranschluss, wir haben den Micro-USB-Anschluss, wir haben den Mini-HDMI-Anschluss, USB 3.0, Stromanschluss DC, dann haben wir hier unten drunter, wie ich ja schon sagte, ich gucke mal, ob ihr das sehen könnt, für die SIM-Karte und für die Micro-SD-Karte. Ja, das Ganze, zack, drauf. Wir schalten das mal ganz kurz hier ein. Und wenn das dann eingeschalten ist, wie schon schön zu erkennen, kommt euch hier das One.de-Logo zum Vorschein, während das Betriebssystem lädt. Einen ausführlichen Test zu dem Tablet wird es auf One.de zu dem Produkt geben. Das Ganze ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Das machen wir jetzt mal weg, das blende ich dann aus. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. In dem Sinne, sagt Monster Mod Germany, reingehauen und auf Wiedersehen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, abonnieren, liken, kommentieren. Folgt mir doch auf Twitter, Instagram und Facebook und seid beim nächsten Video dabei.